Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video zu Gran Turismo 7. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Abonnenten, seid herzlich gegrüßt. Ja, wir haben ein Update erhalten. Am grünen Donnerstag war das Update 1.44 und das beinhaltet folgende Sachen: drei neue Fahrzeuge, der Audi R8 Coupé PV10 Plus von 2016, den Lamborghini Urus, das ist ein SUV-Fahrzeug, und eine Legende kehrt zurück, der Toyota GT1 von 1999, den ich mir bereits schon gekauft habe. Ja, dann sind ein paar kleine Veranstaltungen noch dazu gekommen. Neue Extra-Menübücher. Ja, und halt auch hier sogenannte für Lackierungen. Es gibt jetzt auch ein paar neue Sticker, habe ich gesehen. Ja, und das, ja, allübliche Programm. Fehler wurden behoben, etc. Neue Fehler sind aufgetaucht. Ja, nichts Besonderes in dem Sinne. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir schon den GT1 geholt. Allerdings die anderen Fahrzeuge habe ich noch nicht. Die holen wir uns gleich mal noch schnell ab. Und zwar ist es hier dieses Fahrzeug. Genau, gucken wir mal, welche Farbe wir nehmen. Ach, mal in diesem Silber Metallic für schlappe 300.000. Das Geld hat man ja natürlich wieder schnell verdient hier in Gran Turismo. Ist ja an für sich nichts Neues. Ja, mit dem Fahrzeug fahren wir dann auch gleich mal eine Runde. Und ja, ich mache jetzt nur so kurze Rennen gegen die Sophie KI, um einfach mal kurz die Fahrzeuge zu testen. Und hier der Urus mit logischerweise Allradantrieb mit 478 kW. Ja, wiegt seine knapp 2,2 Tonnen. Ah, schade. Da wollte ich eigentlich so eine grün Metallic haben. Schauen wir uns mal an. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Ah ja, komm. Machen wir mal auf für 300.000. So, das Fahrzeug nehmen wir dann später. Und ja, genau, so schaut's aus. Ja, es ist Karfreitag. Und ich habe gedacht, okay, komm, machst du mal noch ein kleines Video zu der ganzen Sache. Und auch werde ich jetzt euch sagen, was ich davon halte, von dem Update. Und gut, so. Wir nehmen natürlich hier Europa zur Auswahl. Wir fahren im wunderschönen Österreich auf dem Red Bull Ring. Wir lassen die Fahrzeuge jetzt alle mal so Standard morgens hier um 8 Uhr bei. Ich fahre jetzt einfach mal nur zwei Runden. Das Ganze ja ist nicht hier überstrapazieren, das Video. Soll ja, die meisten wissen ja schon, was Sache ist bei dem Video. Weil sie es ja auch selber spielen. Okay, also was mir schon mal auffällt jetzt, dass er keine guten Bremse hat. Also müssen wir anders da fahren.
Ja, natürlich nicht so. Ja, heute Karfreitag auch auf der Nürburgring-Nordschleife. Das ist ja auch so ein alljährliches Treffen für die ganzen, ich sag es mal so, Motorsportfans, Begeisterte, wo du mit deinem privaten Fahrzeug eine Runde auf der Nordschleife drehen kannst. An für sich eine coole Sache. Ich selber bin mit meinem Fahrzeug noch nicht auf der Nordschleife gefahren. Genau, ja. Ja, es ist, man sagt ja, wenn man eine Runde auf der Nordschleife fährt oder generell auf einer Rennstrecke fährt, Straßenfahrzeug hat man ungefähr das 10-fache an Verschleiß als sonst. Das ist halt schon enorm. Aber ich selber war jetzt schon zweimal auf dem Nürburgring zu zwei verschiedenen Events gewesen. Das war damals ADAC GT Masters und vor etwa ein paar Jahren und einmal zum Truck Grand Prix, zwar 2019. Nur das war eine ganz coole Erfahrung und ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch den Bugatti Veyron hier uns schnappen. So, ja, Ostern steht vor der Tür. So kann man sich denn auch schnappen, ne? Ja, sorry. Mein Gott, ich bin noch nicht richtig wach. Ja, Ostern steht vor der Tür. Ja, ich hoffe, ihr macht was Schönes. Wetter soll ja, wechselhaft ja sein. Und gucken wir mal. So, Platz 5, ja. Ergebnis, wie gesagt, spielt jetzt hier eigentlich gar keine Rolle, auch die Rundenzeiten nicht. Ich teste, wie gesagt, eigentlich nur die ganzen Fahrzeuge mal aus. Und ja, also, das kann ich schon das erste Fazit hier ziehen von den Audi R8 V10. Wie gesagt, ich habe jetzt da jetzt nicht großartig rumgetunt, nichts, gar nichts, standardmäßig gefahren. So. Was ist mir aufgefallen? Die Bremsen sind auf jeden Fall relativ schwach. Ansonsten fährt sich das Fahrzeug soweit in Ordnung. Ein bisschen ist beim Anbremsen war es etwas ruhig auf der Hinterachse. Ja. Gut, so. Jetzt, wo ist unser... Halt, das machen wir anders da. Wir sortieren das Ganze nach Hersteller. Und dann müssen wir mal gucken, wo unser Lambo ist. Oh, ich glaube, ich bin schon zu weit, gell? Ja, oh, ich war zu schnell. Ach, da ist er ja schon. So, gut. Na, gehen wir in die wunderschöne Schweiz. Oh, da fahren wir mal gegen später Nachmittag. Fahren wir auch mal hier zwei Runden.
Gut ist. Ja. Was ist jetzt das schnellste Fahrzeug von diesem Update? Viele vermuten ja, naja, ganz klar, der Toyota. Ja, weit gefehlt, weit gefehlt. Der Toyota, der schafft standardmäßig seine 350, 360. Wenn man den auch ein bisschen tunt, läuft er so um die 370. Ist ja schon schnell. Aber das schnellste Fahrzeug von dem Update ist der Audi R8. Ja, mag es kaum glauben. Ich habe selber erst nicht glauben können. Aber dadurch, dass ich mich natürlich auch vorbereitet habe auf das Video hier, der Audi R8 mit gutem Tuning macht locker seine 400 und ein bisschen darüber hinaus Stundenkilometer. Das ist natürlich schon ziemlich cool. So. Oh, hier der Kollege geht gut, also boah, doch hier. Oh, von der Bremse ist er doch einigermaßen in Ordnung, muss ich sagen. Man sitzt hier vergleichsweise etwas höher, logischerweise, weil es ja SUV ist. Und das macht jetzt hier in Gran Turismo schon irgendwie viel Spaß. Aber ich habe jetzt gar nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, was wir hier so höchst gefahren sind. Vom Sound her ist er in Ordnung. Man merkt halt, dass man hier seine gute über 2 Tonnen hier bewegt. Also für asphaltierte Strecken ist dieser U-Bus gut geeignet, habe ich mir sagen lassen. Im Gelände soll er, ja, ich sage es mal, schlechter performen. Aber ich werde das Ganze natürlich selber auch mal ausprobieren, ob das überhaupt so wirklich stimmt, was so die Community dazu sagt. Ach, hier von der Innenausstattung muss ich sagen, nicht schlecht. Auch ziemlich gut verarbeitet hier das Ganze. Aber in echt jetzt so ein Fahrzeug zu kaufen, boah, also wenn es Geld hätte, weiß ich es nicht hundertprozentig genau, muss ich ehrlich sagen, da gibt es bessere Fahrzeuge in der SUV-Klasse. Auch wenn es in Lambo ist. So, kurzes Fazit jetzt hierfür. Ja, fährt sich gut. Vom Handling absolut in Ordnung. Von der Power auch sehr gut. An für sich, das Auto ist top. Für ein SUV fährt es sich top. Passt. So, kommen wir jetzt nun hier zum letzten schnellen Rennen hier. Und wo ist denn hier unser legendäres Fahrzeug?
Was, wie gesagt, man beim legendären Händler für 2,5 Millionen sich kaufen kann. Und ja. Wir fahren wieder gegen die Sophie-KI. Ist eh ziemlich gut. Wir machen hier zwei Runden auch. Circuit de la Sars, Le Mans-Strecke. Ich möchte gerade mal schnell. Er hat mittlere Rennreifen drauf. Okay. Alles gleich. Oh ja, doch. Also die ersten Meter jetzt hier, muss ich sagen, wow, Bombe, Bombe, Bombe. Ich sage mal, man sitzt halt ziemlich tief hier, wie man hier bemerkt. Also man sitzt sogar tiefer als hier in diesem Audi RS5. Ja, fahrt nur alle, fahrt. Und die gleich alle. Aber man kommt halt noch weiter rüber. Fahrzeug hier, also das bin ich zum ersten Mal in Gran Turismo 2 damals gefahren. Boah, da bin ich früher auch sehr viel und auch sehr gerne mitgefahren. Da kommen gerade Emotionen hoch, das ist der absolute Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich schon viel Spaß gerade hier gerade. Auch hier vom Force Feedback her ziemlich gut. Das hatte ich in den zwei anderen Fahrzeugen vorhin gar nicht so gehabt. Doch noch nicht geflutscht hier. Ich bin schon ewig lange keine Le Mans-Strecke gefahren. Wird mal wieder Zeit. Und ich muss sagen, ja, also das beste Fahrzeug für mich jetzt gesehen ist der Toyota GT1 und danach kommt bei mir der Lambo Urus und dann kommt der Audi R8 V10 Plus. So, leider gab es in diesem Update wieder keine neue Rennstrecke. Ja, woran liegt das? Es wird ja im Hintergrund schon an Gran Turismo 8 gearbeitet. Und ich schätze mal das so ein. Dadurch, dass das natürlich PD will, dass man sich dann Gran Turismo 8 dann kauft, wollt ihr natürlich auch neuen Content, neue Strecken, neue Fahrzeuge, weiß der Kuckuck was noch alles. Und deshalb denke ich, dass halt auch gerade in Gran Turismo
verschieben kaum noch mehr was Gescheites pumpt. Es war für uns aktuell, für die ganzen Simracer, ein bisschen traurig. Und ich meine, viele haben vielleicht auch das Bedenken, okay, es wird an Gran Turismo 8 gearbeitet, aber wird es dann gut oder eher doch nicht, eher so, ja, ich sag jetzt mal so, ein Game, wo auch nur geupdatet, bis dann mal gescheit läuft. Also quasi ein Update-Game, so wie es jahrelang bei FIFA war. Ja, das kann jetzt so jeder für sich selbst entscheiden oder sich da eine Meinung bilden dazu zu dem Ganzen. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Aber ich denke, ich werde mir dann das neue Gran Turismo 8 dann, je nachdem wann es dann halt rauskommt, das dauert auch noch so seine Zeit. Oh, ja, ja, das war jetzt natürlich ein Satz mit X. Also ich habe natürlich zum Release-Datum von Gran Turismo 8 im Internet schon so viel gelesen. Von Jahr 2025 bis 2027. Irgendwo dazwischen wird es vermutet. Ob's dann noch für die PlayStation 5 rauskommt oder dann sogar für die PlayStation 6. Ja, das ist jetzt wieder so eine gute Frage. Aber ich denke, ich schätze es mal so, dass es Gran Turismo 8 2026, 2027 vielleicht rauskommt. Davor denkst du eher weniger dran. Das wäre natürlich super, aber wir wissen selber, wie es ist, wenn ein Spiel doch ein bisschen eher erscheint. Lauter Fehler drin, lauter Bugs und sonstiges. Spielerisches Content, sagen wir nur zu 60% vorhanden. Naja, schauen wir mal. Also, jetzt nochmal kurz jetzt zusammengefasst zu dem Update. Ja, drei neue Fahrzeuge mit einem legendären Fahrzeug, wo viele Fans sich drauf gefreut und auch drauf gewartet haben. Und ja, alles andere, es ist keine neuen Strecke dabei, und das ist schon traurig. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ein kostenloses Update. Und ja, es ist wie es ist, sagen wir es mal so. Ansonsten, die drei Fahrzeuge sind ganz in Ordnung, wie bereits erwähnt. Und ja, schade, dass halt wenig neue Herausforderungen dazugekommen sind. Das ist so ein bisschen schade. Aber gut, was willst du denn auch anders machen? Wir können eh nichts dran ändern. Ich meine, PD, die gehen ihren eigenen Weg, ohne da jetzt großartig auf die Community zu hören. Ich weiß selber nicht genau, wo bei denen da das Problem ist. Ich hoffe nur, dass später dann mal in Gran Turismo 8 auf jeden Fall da das beste Gran Turismo wird. Mit ziemlich cooler Karriere, Solo-Karriere.
Und einen sehr guten Multiplayer-Modus, das wäre schon ziemlich geil. Und bis dahin werde ich mir die Zeit dann auch noch nutzen mit Gran Turismo 7, mit Gran Turismo 4 auf der PlayStation 2, dann vielleicht noch mit Gran Turismo 3 mal ausprobieren, das Ganze. Teil 5 und sogar Teil 6, wenn ich es noch irgendwie zu laufen kriege auf der PlayStation 3. Ich möchte dazu schon noch gerne weiter Videos machen, so wie ich halt auch eben die Zeit habe. Und ja, also in diesem Falle, oder in diesem Falle, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch, meine lieben Abonnenten und meine lieben Zuschauer, ich wünsche euch und eurer Familie, Freunde, Bekannten, whatever, wie auch immer, ein schönes Osterfest. Bis dahin, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Video, macht's gut, euer David. Ciao.